Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf dem Kanal Multiplayer. Ich stelle euch heute eine Mod vor, die ich schon mal vorgestellt habe, aber dieses Video habe ich heute mal gesehen und ja, es hat sehr viele Aufrufe bekommen, aber mir gefällt es nicht und die Qualität ist schlecht und ja, mir gefällt es halt nicht. Deshalb stelle ich euch diese Mod jetzt ein weiteres Mal vor. Und ja, ich hoffe, dass mir und euch diese Mod-Vorstellung hier von dieser Mod besser gefällt. Genau. Und zwar ist das die Special Armor Mod. Diese fügt verschiedene Rüstungsteile hinzu, die halt so Special Fähigkeiten haben. Und die zeige ich euch jetzt einfach alle mal. Die Crafting-Rezepte sind wie immer oben rechts in der Ecke eingeblendet. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an mit dem Cape. Das ziehen wir jetzt einmal an. Es macht 2,5 Rüstungsteile und wir können damit durch die Luft gleiten. Hier, wir müssen einfach hier nach geradeaus, halt W drücken. Und dann gleiten wir hier runter. Wenn wir einfach alles loslassen, hier fallen wir ganz langsam runter und wir bekommen auch 0 Fallschaden. Das nächste ist die Speed Leggings. Und die ziehen wir jetzt auch nochmal an hier. Und ja, man sieht es vielleicht schon, man läuft viel schneller damit. Hier, man rennt durch die Gegend hier. Es ist also sozusagen einfach nur wie eine Speed Potion. Aber meiner Meinung nach echt mega sinnvoll. Dann als nächstes noch etwas, was ich auch ultra praktisch finde. Und zwar ist das der Taucherhelm. Und ja, der sagt doch eigentlich schon alles, was wir damit können. Warum bin ich jetzt im Creative? Das gehe ich natürlich jetzt mal raus. So, das sagt eigentlich schon alles, der Name. Und zwar einfach ein Taucherhelm. Wenn ich jetzt hier mal ins Wasser gehe, ihr seht unten rechts die Luftblasen. Die gehen einfach nicht runter. Und das finde ich doch echt mega nützlich, wenn man zum Beispiel irgendwas unter Wasser bauen will, ein Haus oder was weiß ich. Und ja, dafür ist das echt übelst sinnvoll. Das nächste Item ist auch echt wieder sehr, sehr, sehr hilfreich. Vor allem, wenn man ins Nether geht. Und zwar ist das die Fireblade. Und da sagt der Name ja auch eigentlich schon wieder alles. So, man bekommt keinen Schaden mehr von Feuer und man bekommt keinen Schaden mehr von Feuer und auch nicht von Lava. Und ja, dann gehe ich erstmal kurz ins Wasser hier. So, um mich zu löschen. Sie hat auch noch eine weitere coole Fähigkeit. Und zwar spawne ich hier erstmal ein paar Schweine. Und ihr seht schon, die fangen direkt an zu brennen. Und zwar fangen alle Mobs im Radius von 2 Blöcken fangen an zu brennen. Und ja, dann bekommt man auch von Schweinen zum Beispiel, bekommt man halt dann gebratenes Fleisch. Das ist echt hilfreich, um irgendwas zu jagen zum Beispiel. Wenn die Mobs im Wasser sind, bekommen die sogar auch Schaden, obwohl die ja dann überhaupt nicht brennen. Natürlich nur, wenn man dann im 2-Block-Radius ist. Und es gibt auch eine bestimmte Taste, das ist standardmäßig die G-Taste. Die kann man unter der Steuerung hier irgendwie nicht einstellen. Ich weiß nicht warum, ich dachte eigentlich, dass das geht, aber es ist irgendwie nicht dabei. Auf jeden Fall, wenn wir die kurz drücken, dann seht ihr, fängt alles um einen herum an zu brennen. Und zwar in einem 5x5 Feld um einen herum. Und ich gehe jetzt mal ein Stück weg. Wenn wir das jetzt längere Zeit gedrückt halten, so, dann kann es sogar ein Feld von 15x15 Blöcken sein. Und ihr seht, ich gehe jetzt mal kurz in den Creative. Ihr seht, da kann man schon echt mal eben so einen Wald hier, ich zoom den jetzt mal an, komm, muss sein, da kann hier so ein Wald auch schon mal im Nu weggebrannt sein. Dann gibt es auch noch ein recht unnützes Item, und zwar sind das die Heavy Boots, also schweren Stiefel, und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum die bitteschön hinzugefügt wurden.
Einzige, was sie machen, ich sehe sie mal an, man bekommt einen Rüstungspunkt und man ist langsamer durch die. Hier nochmal ein Unterschied ohne mit. Man ist viel langsamer mit diesen Schuhen und ja, ey, echt überhaupt kein Plan, warum die überhaupt hinzugefügt wurden. So unnötig. Das hat der übrigens auch, der Ersteller hat das in der Wiki von dem Mod, hat der da hinten hinter die Heavy Boots, was die so können, hat er in Klammern geschrieben, ja, I don't know why I added these item. Also er weiß es selber nicht so genau, warum er das überhaupt hinzugefügt hat. Das nächste Item, das hat von den Texturen her ein bisschen Ähnlichkeiten mit den Kettenstiefeln, aber sie machen etwas echt anderes, weil die Kettenstiefel machen ja logischerweise gar nichts. Aber die, wie heißen die? Jump Boots, genau. Der Name sagt schon wieder, was die machen. Und zwar, man springt ein wenig höher. Also je länger man die Taste gedrückt hält, desto höher springt man. Wenn man das natürlich nur kurz hält, dann nicht so hoch. Aber wenn man das länger hält, hier, ihr seht, da kann man schon echt hoch und weit springen mit. Und ja, ich würde sagen, zusammen mit der Speed Leggings ist das schon echt ziemlich cool, wenn man irgendwie die Landschaft erkunden will oder so. Genau, und außerdem bekommt man auch keinen Fallschaden mit den Jump Boots. Das ist auch recht nützlich. So, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt und zwar kann man da 5 Blöcke mit hochspringen. Und das ist doch, ja, cool. Als nächstes die Hover Boots. Und die sind auch echt wieder sehr nützlich, wenn man zum Beispiel ins Nether geht. Und ja, ich ziehe sie jetzt an. Und zwar kann man damit über Lava laufen. Allerdings bekommt man da ein wenig Schaden. Also es kommt das Schadensdings. Und man bekommt auch Schaden. Nicht sehr viel. Aber ist jetzt auch nicht sehr viel, weil ich in Peaceful bin. Also man bekommt Schaden. Aber man kann über die Lava drüber laufen. Und man versinkt halt nicht. Also es ist schon mal die Chance sehr hoch, dass man dadurch nicht stirbt durch Lava. Außerdem kann man da einfach über Wasser laufen. Man kann allerdings nicht hochspringen. Auch irgendwie logisch, finde ich. Wie gesagt, man geht nicht auf Wasser unter. Außerdem, dafür muss ich jetzt mal noch mal kurz da hoch und schwupp, da bin ich oben. Ja, ich kann zaubern, warm, Alter. Genau, was sie nämlich auch können, wenn man in der Luft ist, dann slidet man da so kurz. Ich zeig's euch mal kurz hier. Man bleibt kurz in der Luft, aber dann fällt man runter. Und hier, ihr seht, man bleibt kurz, man kann kurz über die Luft laufen. Aber dann fällt man auch runter. Also das finde ich auch echt cool. Jo, kommen wir zu den nächsten Schuhen. Diese sind die Magic Boots. Ich ziehe sie mal wieder an. Und zwar, die verändern Blöcke. Und zwar machen die Dirt zu Gras, wenn man da drüber läuft. Cobblestone zu Cleanstone. Lava zu Obsidian, Wasser zu Eis und die ganzen Ores, wenn man da drüber läuft, droppen die das, was die eigentlich droppen würden, wenn man die abbaut. Allerdings hat das den Vorteil, dass man dann zum Beispiel Eisen nicht mehr schmelzen muss. Oder Gold nicht mehr schmelzen muss. Und aus Lapis kommen halt immer 5 Stück raus. Für das nächste bin ich mal ganz hoch geflogen. Hier im Creative, wie ihr seht, ganz hoch. Ich bin jetzt auf Höhe 226. Und ich ziehe jetzt die Obsidian Plate an. Und diese verhindert einfach, dass man Fallschaden bekommt. Ich gehe jetzt einfach mal in den Survival Mode und falle und ich bekomme keinen Fallschaden. Das ist echt cool, vor allem wenn man irgendwie hier in den Bergen rumläuft oder so. Aber
Mehr kann sie leider auch nicht. Das nächste finde ich persönlich auch wieder echt mega cool. Und zwar ist das der Slime Helmet. Und wenn man den anzieht, kann man hier, wenn etwas ein Block über einem ist, also in einer Höhe von 3 Blöcken, kann man sich direkt darunter stellen, die Leertaste gedrückt halten und dann kann man hier so lang sliden. Also man klebt sozusagen da dran. Und das finde ich zum Beispiel echt mega cool, um über irgendeine Schlucht zu kommen oder was weiß ich, sich in Höhlen fortzubewegen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall die Idee schon, die finde ich richtig nice. Als nächstes haben wir die Skates oder auf Deutsch Schlittschuhe. Und ja, die haben als erstes den Nachteil, dass man etwas langsamer ist auf Erde, aber auf Eis läuft man dafür ein bisschen schneller. Und ja, man läuft jetzt nicht so mega schnell, aber es ist doch echt ein bisschen praktisch für ein Schnee- oder Eisbiom. Jetzt haben wir noch eine ganze Rüstung. Und zwar ist das die Pork-Rüstung, also Schweinerüstung. Und ja, wenn man die gesamte Rüstung anhat, hat man insgesamt 6 Rüstungspunkte. Und man bekommt alle 10 Sekunden ein halbes Herz. Also es nützt jetzt nicht so viel, aber es ist doch trotzdem recht nützlich. Ich habe hier jetzt mal ein kleines Feuer schon angezündet und werde da jetzt mal reinlaufen. So, jetzt hier bekommst du... Oh, muss natürlich mal ein bisschen auf schwer stellen, dass es natürlich auch ein bisschen was nützt. So, ihr seht, es lädt sich immer wieder ein bisschen auf. So, und jetzt alle 10 Sekunden bekomme ich wieder ein halbes Herz. Also man reckt dadurch doch recht schnell. Jedoch noch besser ist die Cooked Pork Rüstung, also gekochte Schweinerüstung. Allerdings heilt die schon alle 10 Sekunden ein ganzes Herz. Ich will brennen, komm, ja. Also alle 10 Sekunden ein Herz und ihr seht, man kann überhaupt nicht schnell genug verbrennen. Also man kann eigentlich überhaupt nicht mehr verbrennen. Man kann sich hier ins Feuer stellen und man stirbt trotzdem einfach nicht. Man regeneriert einfach wieder zu schnell und das ist echt nützlich. Jetzt gibt es noch den Time Helmet und wenn man den anzieht, dann vergeht die Zeit viel schneller. Also ihr seht es hier, die Sonne geht unter, viel schneller als normal. Gleich wird es dann auch schon Nacht sein. Hier, jetzt ist es dunkel und der Mond geht auf. Alles ist halt viel schneller. Außerdem gibt es noch die Double Jump Boots und da sagt der Name auch schon wieder alles und zwar kann man damit Doppelsprünge machen. Also einfach ein ganz normaler Sprung und dann in der Luft nochmal Leertaste drücken und dann springt man halt nochmal. Das finde ich auch recht cool. Da kann man zum Beispiel viel besser so einen Berg da besteigen und ja, wenn ich das richtig sehe, bekommt man, glaube ich, auch keinen Fallschaden. Das probiere ich doch natürlich direkt mal aus. Und zwar, ich falle und. Ja, okay, also man bekommt mit den Double Jump Boots auch keinen Fallschaden. Dann haben wir noch etwas, was ich persönlich echt mega praktisch für zum Beispiel eine Höhle finde. Und zwar ist das die Dispenser Plate. Wenn wir die anziehen und Pfeile im Inventar haben, dann schießt die diese Pfeile auf alle Mobs, die im Radius von 10 Blöcken sind. Ich spawn hier zum Beispiel ein Schwein und hier seht ihr, sofort fängt der an, da drauf zu schießen. Und ich spawn jetzt hier nochmal ein paar Schweine. Ihr seht, die schießt einfach auf irgendwelche Mobs, egal wo die stehen, ob die vor euch, hinter euch stehen. Sie erschießt sie halt einfach. Was ich jetzt noch testen möchte, ist, ob... Boah, doch mal auf jetzt. Ja, manchmal ist es wirklich ein bisschen nervig, wenn das einfach nicht aufhört zu schießen. Aber was ich jetzt noch ausprobieren wollte, ist, ob das auch funktioniert bei Mobs aus irgendwelchen Mods, aus anderen Mods. Ich habe jetzt hier mal ein Diamond Chicken aus dem Mo Chickens Mod. Ich spawn das jetzt einfach mal und
Ja, okay, also es funktioniert, wie ihr seht, auch bei Mobs aus irgendwelchen anderen Mods. Dann jetzt auch nochmal ein meiner Meinung nach eher unnötiges Item, aber es ist halt vorhanden und deshalb zeige ich es auch. Und zwar ist das die Flower Plate. Und ja, die spawnt einfach mal oder setzt halt einfach mal irgendwelche Blumen bei euch in der Nähe. Und ja, man braucht es nicht wirklich, aber ja, schon ganz lustig, ne? Jetzt nochmal etwas, was wie ich schon so oft gesagt habe in diesem Video, dem muss man sich einfach so oft wiederholen, weil es ist halt alles das Gleiche, so, also es ist halt alles Rüstung, die man vorstellen muss, ne? Deshalb, ja, meiner Meinung nach ein sehr cooles Item wieder, und zwar die TNT Plate. Die ziehe ich erstmal an, und dafür brauchen wir wieder die Taste G. Und ich laufe jetzt einfach mal, und wenn ich jetzt G drücke, bam, explodiert einfach mal alles um uns rum. Und wir bekommen selber auch keinen Schaden von dieser Explosion. Andere Mobs, ich sage immer Mods, warum sage ich immer Mods? Andere Mobs allerdings schon. Ja, das Schwein ist gerade da, jetzt ist es verreckt. Und ja, zum Trollen, zum Griefen sicher recht nützlich. Oder auch zum Map zerstören oder irgendwie halt. Ich finde es halt mega lustig. Warum bekomme ich gerade Schaden? Wahrscheinlich irgendwie Fallschaden oder so. Zu guter Letzt noch ein Item, was meiner Meinung nach übelst OP ist. Und zwar ist das das Jetpack. Ihr seht jetzt oben eingeblendet das Rezept. Und da seht ihr, es ist so billig einfach. Und ja, wie der Name schon sagt, man kann damit fliegen, einfach mit der Leertaste. Außerdem bekommt man keinen Fallschaden und man fällt auch wieder recht langsam. Aber genau deshalb finde ich das halt übelst OP, weil wie gesagt, so billig, man kann einfach mit rumfliegen und man bekommt keinen Fallschaden. Außerdem muss man sich das ein einziges Mal machen, natürlich nur wenn man nicht verreckt und das dann irgendwie weg ist, denn es verbraucht sich auch nicht. Hier, ich fliege erstmal ein bisschen. So, soll ich mich mal fallen oder so. Hier, ihr seht, es verbraucht sich einfach mal überhaupt nicht. Deshalb ist das sowas von OP, meiner Meinung nach. Also, ich finde es halt ein bisschen zu OP. Denn, ja, da könnte man ja eigentlich auch einfach direkt das Fliegen mit ins Spiel hinzufügen, oder? Ja, zu guter Letzt ist nur noch zu sagen, dass es ein neues Crafting-Rezept für, was heißt ein neues, es gibt jetzt ein Crafting-Rezept für das, für die Chain-Armor, also die Kettenrüstung. Das seht ihr jetzt auch oben in der Ecke eingeblendet. Und ja, dann war es das von der Special Armor Mod. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ja, die Mod-Vorstellung hier war etwas besser wenigstens als die ich vorher hatte, die auch noch auf meinem Kanal zu finden ist, aber guckt euch am besten gar nicht an. ja, dann gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer, ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ich muss weg, ich muss weg, 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 nein, halbes Herz, ein Herz, nein, weg. Ah, beschützt mich, Leute, bitte, Hilfe. Wie der rumschreien muss. Nein, die hat verfolgt. Oh, ich konnte mich heilen. Jetzt weg mit dem, weg, 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 weg. Boah, weg, weg, weg. Nein, du wärst gerade nachts. Ja, jetzt kann ich ihn bitte. Autsch! Au, au, au! Ich lebe immer noch! Ah, oh, kannst du nicht etwas tiefer reden? Ah!